Dieses Multitool hier ist im Endeffekt eine fast 1:1 Nachbauversion vom Leatherman Wave. Und ich konnte natürlich nicht widerstehen und habe das letztes Jahr schon gekauft und habe es jetzt ein paar Monate im Einsatz. Und wenn du wissen willst, ob sich das wirklich lohnt oder ob du besser ein bisschen drauflegst und dir ein Originalteil kaufst, wenn du das wissen willst, würde ich sagen, bleib dran. Willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich glaube, Byberry oder Beeberry oder wie auch immer dieses Teil heißt, und ich habe das auf Amazon geholt, billige Eigenwerbung, ich gebe dir natürlich den Link da unten, wenn du das willst, aber bevor du jetzt da gleich auf Amazon gehst und drauf drückst und sagst, ja, ich will das kaufen, warte ein bisschen, meine ich wirklich ernst. Das Ding schaut ja mal von außen sehr hochwertig aus und auch von der Verarbeitung her ist es einmal gar nicht so schlecht. Es ist ein Einhandöffner. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Wave, das ist mein erster Wave, mein erster Leatherman, den ich mir selber gekauft habe. Das andere waren alles Erbstücke von Papa. Also schau mal her. Das ist mal Punkt A. Und da, und das spiele ich nicht, sondern es ist einfach, okay, könnte man sagen, ja, ich werde die Schraube ein bisschen lösen, aber sei es drum. Alles grundsätzlich, wie erkläre ich das am besten? Wenn du es in der Hand hast selbst, dann weißt du, was ich meine. Das ist gar nicht schlecht gemacht. Das ist wirklich nicht schlecht gemacht. Und finde es auch gut, dass es natürlich sehr Wave-ähnlich ist und fast schon ein Nachbau, aber es sind so kleine Details, die anders sind. Und zumindest ist es kein Plagiat. Also was mir ja ganz am Wecker geht ist, da gab es mal eine Zeit lang Feldkniffen F1 Messer, die aus China rübergebracht wurden zu uns nach Europa, und da stand dann auch Feldkniffen drauf, obwohl es ein Flachschliff war und all das, wo du sagst, das ist einfach ein Klon. Die Messer waren ja grundsätzlich in Ordnung. Hätten die einfach Beeberry draufgeschrieben oder sonst irgendetwas, dann wäre das ja durchaus okay gewesen. Aber wenn sie dann auch noch Fake Kniven F1 draufschreiben und so und die Schachtel kopieren, das ist einfach wirklich unter jeder. Okay, gut, wie auch immer. Die haben das nicht gemacht und dafür gibt es mal einen Daumen nach oben. Es ist so, wenn du das Multitool einklappst, dann merkst du, dass es manchmal nicht komplett einrastet. Ja? Jetzt geht's gerade wieder, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert das nicht. Was bedeutet das? Warte mal, vielleicht kriege ich es jetzt wieder hin. Naja, dass es da im Endeffekt hängen bleibt und ein bisschen hackelt und man richtig festdrücken muss. Wenn du sagst, das ist mir eigentlich egal, es muss nicht so smooth gehen, ja? Dann ist das okay. Ich habe hier übrigens auch den Wave in einer Zweihand-Version. Der hat dann schon einen wechselbaren Seitenschneider. Das hat dieses Byberry, Beeberry Dingsbums da nicht. Soll so sein. Übrigens, ist alles billig eigentlich, aber ich gebe dir natürlich den Link hier. Da uns Leatherman nicht beliefert. Anscheinend ist der Reini zu dick oder zu österreichisch oder sie mögen mich einfach nicht. Kann ja sein. Kann ich dir diese Teile gar nicht anbieten, was ich sehr schade finde. Aber ich habe einen Partnershop, Tools for Chance, die haben die. Und dort kannst du die bestellen und cool. So, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Punkt ist, ich tue mir wirklich schwer. Ich kann auf der einen Seite nicht sagen, kauf's da nicht. Auf der anderen Seite, schau her. Dann, was jetzt komplett anders ist als beim Wave, und da bin ich mir sicher, das konnten sie auch ganz nicht einfach nachbauen, weil das, glaube ich, da hat Leatherman eine Art Designschutz drauf gemacht. Ich kenne das, was Designschutz bedeutet. Ich weiß, was Designschutz bedeutet und was man da dann auch tun kann, wenn das jemand 1:1 nachbaut. Also, das ist nicht schlecht gemacht, das ist ein klassischer Bithalter. Das heißt, du kannst auch Standard-Bits verwenden und musst nicht auf die proprietären Bits von Leatherman zurückgreifen. Und das hat Vor- und Nachteile. Denn dadurch ist natürlich in diesem Werkzeugfach nichts anderes als dieser Bithalter. Und bei Leatherman hast du noch einen Dosenöffner mit dabei. Soll so sein. Und natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, diese schmalen Teile von Leatherman sind natürlich auch leichter, weil sie weniger Material haben, aber auch das ist nur Herumsuderei. Diese Arretierung, das funktioniert alles gut. Da habe ich jetzt, heute ist der 2. April, wo ich das wieder mache, ja? Und ich habe das letztes Jahr gekauft, Oktober, November, so genau weiß ich es nicht mehr, und ich verwende das immer wieder. Es liegt nämlich bei einer Maschine, die wir benutzen zum Produzieren von Dingen, und da muss ich immer wieder mal was abzwicken, und da verwende ich dieses Teil, weil
Ja, und für das ist es auch absolut okay. Ich hätte mir auch eine normale Zange hinlegen können, wollte aber nicht. Ja, wollte ich aber nicht. Ich wollte, dass es so ein bisschen so Elisimo, so cool einfach ist, ne? Weil eine normale Zange hat jeder. Schneller Themenwechsel. Schneller Themenwechsel. Auch das hier. Ja, der Gang ist durchaus in Ordnung. Ist, wenn ich das jetzt wie gesagt vergleiche mit dem Wave, der ist noch ein bisschen leichtgängiger. Das heißt, da innen, ich weiß nicht, wie die das machen, wie das konkret funktioniert. Das sind ja zwei Metallscheiben, die aneinander reiben und die eben diese Zangenbewegung, ja, Werkzeugmacher könnte das sicher besser erklären. Aber das ist gar nicht so schlecht. Ich kenne da Multitools, das ist fürchterlich, das ist wirklich fürchterlich. Und da, das ist durchaus in Ordnung. Gut, dann die anderen Werkzeuge. So, die Schere. Bei der Schere ist es halt so, dass ich nehme jetzt hier ein Papier und sage ja. Ist okay. Und sie springt auch schön zurück. Ja, das ist in Ordnung. Das passt. Ich hatte schon einmal ein anderes Tool, das auch so Wave-Nachbaumäßig ist, im Test, und da war die Schere ja klumpert, die hat sich komplett einzwickt. Und das habe ich jetzt hier eigentlich auch erwartet. Dann hast du Schlitz und dann was ganz was Feines. Der ist wirklich ganz fein. Also das hat er leider, mein Wave glaube ich nicht. Das ist ganz fein, schau mal her. Weiß auch nicht, wofür das da ist. Ist das zum irgendwie für SIM-Karte rausbohren? Na, würde ich nicht tun, würde mir nicht drüber trauen. Und der Dosenöffner ist halt jetzt an dieser Stelle hier mit dabei. Und ein Abkabel isoliert Dingsbums. Also, ich tue mal ganz... Ah, jetzt habe ich es. Ja, schau. Jetzt geht er nicht zusammen. Er geht nicht richtig zusammen. Das war jetzt so... dann hackelt das ein bisschen. Ja, ein Handöffner ist jetzt mal nicht so unbedingt das Thema. Schauen wir mal. Das passt schon, das ist total okay. Und die Feile, ja, da merkt man halt, ich habe jetzt nur, mit der Feile habe ich noch überhaupt nichts gemacht. Man merkt, dass sie jetzt im Vergleich zum Wave, da muss ich das absolut neue, dieses Zweihand-Teil, das ich mir bei Tools for Chance geholt habe, vergleichen. Weil mein Alter, der hat schon zu viel am Buckel. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie die Haltbarkeit sein wird, aber die Metallsäge ist... Ja, die Metallsäge vom Leatherman ist etwas aggressiver, aber die Diamantfeile und auch die Standardfeile, so schlecht ist das nicht. Mit leichter Nase vorne für, muss man schon sagen, leichter Nase vor für den Wave, aber ist sicher in Ordnung. Wie gesagt, ich muss es einmal richtig testen und ich werde auch einen Langzeittest von dem Tool machen. Was ganz fummelig bei mir geht, ist diese Säge da rauskriegen. Also da hätten sie ein bisschen länger machen können, aber die Säge schaut auch relativ aggressiv aus. Ich muss es einfach einmal wirklich im Outdoor-Bereich auch testen und das werde ich tun. Ich wollte jetzt nur mal so mein erstes Fazit mit dir teilen. Ja, sagen wir so, wie es ist. Warte mal. Haha, da schau her. Und jetzt sitzt es. Das passiert nicht immer und du warst jetzt selbst Zeuge. Da muss man dann so ein bisschen und dann geht's. Schau her. Wenn du Geld sparen willst und sagst, okay, ich möchte ein Multitool haben im Wave-Stil und mir ist das wichtig und auch die Zweihandöffnenmechanismus, weil du in Österreich bist, ist da wurscht und in Deutschland ist da auch wurscht oder nicht oder sowieso und überhaupt und du eben nicht auf die Einhand-Version greifen willst, dann ist das okay. Ist es durchaus in Ordnung, aber auf der anderen Seite, wenn du ein bisschen länger sparst, kannst du halt ein originales Teil kaufen und das ist halt auch ein Vorteil. Von den Abmessungen gibt es auch kleine Unterschiede. Ich habe jetzt hier einmal den Einhand-Wave und hier habe ich den Zweihand-Wave. Ja, die sind von den Abmessungen ja relativ ident. Und warum weiß ich, dass dieses Spyberry-Teil nicht ident ist? Weil es in unsere Scheide, die wir bauen für den Wave unter anderem, aber auch für andere, für Victorinox-Messer und auch für Victorinox-Tools, aber egal, nicht reinpasst, aber die Standard-Waves schon, ja, sind so Gürtelschlaufen, billige Eigenwerbung, ich gebe natürlich auch den Link dazu, nicht reinpassen, ist das, der ist einfach breiter und fetter und ich bin auch fett, also was soll's, ja, ist halb so wild. Jetzt bist du dran. Schreib mir doch bitte einen Kommentar, was du von diesem Teil hältst, ob du der Meinung bist, dass das eine Alternative ist. Ob du es vielleicht auch hast und ob du, dass du, und du auch das Problem hast, was ich nämlich vergessen habe, während beim Wave wirklich alles ganz gerade ist, nämlich beide Teile ganz gerade ineinander einrasten, ist das hier schräg und versetzt. Also wenn du das hier anschaust, schau her,
hier dieser Teil ist niedriger und der ist höher. Und das ist dann wahrscheinlich auch immer wieder das Thema beim Zusammenklappen, das ein Problem macht. Aber bitte schreib mir da gerne einen Kommentar, was du davon hältst. Ob du Erfahrungen damit hast, wie deine Langzeiterfahrungen sind, das super. Wenn du das machst, das wäre großartig. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt nur eines über dir. Ich dich einfach zu bitten, einen Daumen nach oben oder nach unten zu geben. Ja, Link, da gebe ich da auf Amazon. Wie gesagt, es tut mir so leid. Also Victorinox-Teile habe ich ja im Shop, ja, weil die beliefern mich, aber Leatherman mag mich einfach nicht, aber ist halt so. Also entweder holst du das auch auf Amazon, gebe dir den Link oder bei Tools for Chance bei den Kollegen oder vielleicht interessiert dich auch das hier, diese Gürtelscheide, damit man das Teil mit einer Hand aus der Scheide herausnehmen kann, benutzen kann, wieder zurücksteckt und das Teil trotzdem nicht rausfällt. Vielleicht interessiert dich daraus oder das war wurscht. Das war's. Das alles ist billige Eigenwerbung, so wie immer. Dein Reini Rossmann und schau auch bei den Reini Rossmann Messern vorbei. Ciao, ciao.